zur heutigen Hengstschau recht herzlich begrüßen. Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Herzlichen Dank. Und hier kommt der Gervinho H. Ja, Thomas Kohnle, wie angesprochen, im Sattel jenes Kornet Obolensky Grand Step Sandro Sohn. Fünfjährig jener Schimmel. Ja, zeigt sich hier eigentlich von der Kulisse ganz unbeeindruckt, cool und gelassen kommt er hier rein. 1,74 Meter im Stock messend, jener Schimmel, der ja die Blutlinie des Kornet Obolensky hier auf der Hengstation Bachel vertritt. Die Mutter Berline hat ja, Tobias, ja schon einen gekörten Hengst gebracht, den wir auch noch in bester Erinnerung haben. Und der Felicitas ist ja im Sport gegangen, Cabo H. Vielleicht kannst du zu dem Hengst auch noch ein paar Worte sagen, da es ja aus der direkten Familie stammt. Ich muss ja dazu sagen, wirklich, ich habe auch viel lernen müssen die letzten Jahre und glaube, ich habe mittlerweile auch viel gelernt, einiges, habe ein bisschen Erfahrung am Kerbholz. Habe viel von meinen Eltern mitbekommen, aber das A und O, und da bin ich gleich beim Thema mitbekommen, ist einfach ein erfolgreicher Mutterstamm, was vielleicht für viele, ja, vielleicht das gar nicht so wichtig sehen. Ich sehe es als sehr wichtig, aber hier sieht man wieder, die Mutter selber im Sport sehr, sehr erfolgreich mit der Tochter des Hauses, die Mutter selber vor Jahren schon mit dem ersten Fohlen damals, einem Caritello, auch einen gekörten Sohn auch gehabt. Jetzt kommt wieder nach den Sportjahren wieder ein erfolgreicher Hengst aus der Mutter raus, der jetzt, wie gesagt, vor 2 Jahren den Weg der Körung gemacht hat. Also hier wieder Mutterstamm, das A und O. Er ist ein großer Hengst, muss ich dazu sagen. Jetzt erst 5. Er war lange sehr jugendlich, sehr ja, wie mir immer gesagt, wie so ein großes Baby. Ist sicher ein Hengst, der auch noch mit seinem Körper und mit seiner Statur noch zusammenfinden muss. Aber er ist absolut auf dem richtigen Weg. Er hat, muss ganz ehrlich sagen, die letzten 3 Monate sich verbessert ständig der Körper, er ist beweglicher geworden, er ist unglaublich rittig, er wird von meiner Frau dressurmäßig super gearbeitet, ich bin relativ immer nur eigentlich fürs Springen zuständig und darf ihn dann ab und zu am Turnier reiten. Wie gesagt, jetzt sitzt der Thomas, das ist glaube ich das 5. Mal genau droben. Letzte Woche habe ich am Sporttest in München geritten, 3 Tage, saß der Fremdreiter drauf, spielt einfach super mit. Vielleicht machen wir den Stall einmal 2 Loch kleiner zum Beginn einmal. Auch das vielleicht für die Leute zum Verständnis, wir haben draußen ein bisschen abgeritten, nicht viel, ganz wenig, aber auch das ganz bewusst, dass
Ja, dass Sie das als, vielleicht machen wir nochmal bitte einmal zwei Loch kleiner das Ganze, dass Sie das auch sehen, wie wärmt man den Hengst auf, wie beginnt er jetzt die ersten Sprünge zu machen. Wir wollen nicht reinkommen und die Hengste sind schon in Wallung bisher, sondern wir wollen hier reinkommen und dass Sie das beobachten können. Wie macht sich der Hengst, wie fühlen sich die ersten Sprünge an oder beziehungsweise wie zeigt er sich in den ersten Sprüngen? Okay, dann lassen wir Thomas mal hier einfach mal ein paar Sprünge machen. Unglaublich gelassen, die Reflexe, Vermögen, wirklich ohne Wenn und Aber, alles das, was ein modernes Top-Top-Springpferd mitbringen muss und soll. Und auch diese Gelassenheit und den Körper und die Bewegungen als Zuchthengst, keine Frage. Jeder Hengsthalter ist natürlich stolz, gleich zum Beginn seiner Hengstschau einen Hengst jenes Formates präsentieren zu dürfen, aber besonders stolz, und das glaube ich, selbst als Züchter sprechen zu können, ist ja jeder Züchter, wenn er seinen Hengst sieht hier in der Bahn. Und die Züchterin ist ja unter uns, wie Sie alle bestens wissen, Tobias hat es zuvor schon angesprochen, ist ja eng verbunden mit dem Hause Bachel. Und wir möchten natürlich jetzt die Gelegenheit nützen, um einmal Danke zu sagen vor einem großen Publikum für die Treue, für das Vertrauen über die Jahre, die Familie Hipp und im Speziellen Frau Ute Hipp hier der Familie Bachel entgegengebracht haben. Der Thomas hat in der Zwischenzeit einmal draußen getauscht. Limbotello B. Für mich ein ganz besonderer und auch emotionaler Hengst, weil es die erste Entscheidung war, mit der Zucht, mit den Zuchthengsten nach dem Brand weiterzumachen. Und ich bin damals alleine in dem Wirrwarr nach Holstein gefahren und habe mir damals den Hengst ausgesucht und bin das Risiko eingegangen, zu investieren einmal, weil ich sehr... Aber Tobias, mir fort Limbos von Landgraf Cassini Blut, schon etwas älteres, gesetzteres Holsteiner Blut, das schon sehr, sehr viele Nachkommen gebracht hat. Wieso hat die Familie Bachel jetzt gerade wieder auf die Blutlinien des Landgraf und des Cassini mit diesem Limbotello zurückgegriffen? Einfach aus dem Grund, weil wir erstens mal ist für mich das Erste und das Wichtigste, wie der Hengst auf mich wirkt. Und das hat Priorität. Aber das Zweite war wirklich, das, wie der Tommy anspricht, dieses alte Blut, Limbus, Landgraf, Cassini, ja, braucht man das heute noch. Aber wenn man heute den internationalen Sport anschaut, ja, wir brauchen es noch, weil dieses Blut so festgesetzt ist in unserer europäischen Springpferdezucht. Und der Hengst ist ganz was Besonderes und dieses Blut, das war so die erste Entscheidung, dass man auch wieder dieses altbewährte Blut hier bei uns auf der Station weiter festsetzen wollen. Hier kommt er. Was ganz Besonderes ist sicher auch der Schweif des Hengstes. Das war das Erste, was mich so beeindruckt hat damals, wie ich in Holstein auf der Körung war und sicher auch nicht nur mich beeindruckt hat. Der Schweif selber kommt aus der Paint-Zucht, aus der amerikanischen. Und das hat er in 6. oder 7. Generation, wir haben das mal nachgeschaut, in seinen Blutführungen drin, was sehr schön ist. Er hat
auch die Gabe, diese Farbe ein bisschen zu vererben. Das heißt, wir haben oben im Stall, in unserem Zuchtstall, auch zwei, beziehungsweise insgesamt haben wir 4 Zweijährige. Das ist der erste Jahrgang von ihm. Wobei einer auch diese Farbe im Schweif trägt, was ich einfach super, super interessant finde. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen Verständnis noch. Der Hengst ist 6 Jahre alt eigentlich, aber ist von seiner Ausbildung sicher im Moment noch ein Jahr zurück. Ja, und bevor er leider verletzungsbedingt ein wenig sich eine Auszeit genommen hat, hat er den 70-Tage-Test ja absolviert in Schlickau, Tobias. Und dort konnte er sich ja ganz, ganz vorne mit einreihen in der Bewertung der Springhengste. Er war am 70-Tage-Test im Freispringen und Springen unter dem Sattel von der Note her der Zweitbeste. Er hat eine gute Note damals im Gelände gehabt. Man sieht jetzt auch, wenn der Thomas jetzt so die ersten Arbeitssachen macht, so dieses Schritt, Trab, Galopp, man sieht es ganz deutlich, der Hengst hat unheimlich schönen Saft, sucht immer den Weg nach vorne, vielleicht im Moment noch ein kleines bisschen mit Übermut, aber auch hier wieder, der Thomas sitzt das zweite Mal drauf, gestern und jetzt heute einmal, und trotz alledem macht der Hengst immer einen gelassenen und lässigen Eindruck. Super Rittigkeitswerte, auch hier wieder fliegende Galoppwechsel, Rittigkeit, Einstellung. Das sind heute, oder auch Interieur, das sind heute die Sachen, die man heute im Sport und vor allem sicher auch in der Vererbung auch wieder brauchen. Auch in unseren Breitengraden war ja ein Limbus-Nachkomme, auch ein Hengst, ein Fuchshengst, der höchst erfolgreich, konnte unter anderem ja den großen Preis von Ranshofen gewinnen. Das war der Levis, der unter Martin Schäufler präsentiert wurde. Also es sind schon einige Limbus-Nachkommen, auch im internationalen Sport, die bis in die höchste Kategorie erfolgreich unterwegs sind. Nicht umsonst, weiß nicht, ob das wissen wahrscheinlich nur einige Insider hier. Nicht umsonst hat der Holsteiner Verband seinen Vater Limbus wieder zurückgeholt, nachdem er zuerst als Pachthengst fungiert hat, weil man vielleicht noch nicht ganz so überzeugt war von ihm, dass es geht in Holstein mal ganz schnell. Aber sie haben ihn wieder zurückgeholt, weil sie eben gesehen haben, dass es einige ganz erfolgreiche Sportpferde gibt im Moment. Und wie gesagt, das war auch der Grund, warum ich dieses Blut unbedingt wieder bekomme. Josef AB, passend, kommt aus der alten Stammstute meines Vaters, von der Kardak AB. Das Pferd ist 2 Jahre alt erst und ist auch frisch aus dem Laufstall raus. Aber ich wollte einmal, dass die Züchter und das Publikum das auch sehen. Junge, rohe Pferde, aber wir selber sind unglaublich überzeugt vom Limbotello selber auch. Und wenn man dieses Pferd einmal sieht, das ist Abbild von ihm selber, vom Körper, vom Bewegungsbau. So stelle ich mir heute ein modernes Pferd vor, langbeinig, schön im Körper. Wie gesagt, das Pferd ist frisch aus dem Laufstall, hat heute das dritte Mal die Trense drauf und wird, glaube ich, Gerhard, im Mai oder Juni erst 2 Jahre alt. Aber so muss nachher Pferd sein. Wir werden jetzt schnell, ja, vielleicht ganz locker einmal bewegen, genau. Ah, schön. Bewegt sich einfach auch locker. Wir spielen ein kurzes Video ein von dem Ausnahmesportler. Ja, auch hier wieder. Wir sind daran interessiert, immer an solche Hengste ranzukommen. Ich bin damals an die Familie Deuerer herangetreten, habe gesagt, wir brauchen einmal einen Kontakt. Den Kontakt hat der Hartmut Keitel, mein Stationstierarzt, dann gemacht.
Wenn Sie diese Runde sehen, das war die deutsche Meisterschaft letztes Jahr, verstehen Sie auch, warum ich so an dem Hengst interessiert war, ihn wirklich auch für die Zucht zu gewinnen. Sicher ist es dann schwierig, der Hengst steht im Moment nicht da, weil natürlich die Tina Deurer ihren Stall in Baden-Württemberg hat, aber der Hengst ist immer in den Wintermonaten dann hier. Dort wird er dann von seiner Pflegerin hier bei uns gearbeitet und betreut und geht dann wieder zurück in seinen Stall, um dort für die sportlichen Geschichten vorbereitet zu werden. Aber der Grundgedanke ist einfach der, den Züchtern das anbieten zu können. Wir haben die Möglichkeit, Tiefgefriersamen dann zu machen und dann den Hengst über unsere Station zu vertreiben. Wenn Sie diese Runde sehen hier, ich finde die einzigartig. Das ist, war, wie gesagt, deutsche Meisterschaft. Die Tina ist eine sehr gute Reiterin, aber jetzt sicher gehört auch nicht zu den absoluten Top-Top-Profis. Ist noch Mama nebenbei. Aber wenn Sie sehen, wie der Hengst da auf der Videoleinwand seine Runden dreht bei der deutschen Meisterschaft und jetzt auch aktuell vor 2 Wochen Dritter im großen Preis von Damme war, auch wieder internationale Konkurrenz. Ja, aber Tobias, man muss jetzt mal etwas ansprechen. Wir haben jetzt schon 3 Hengste gesehen, 2 jetzt in der Dura, der 3. Sporthengst nun hier oben auf der Tafel. Wir haben das Blut des Corne Doblenski, wir haben das alte Blut des Limbus Landgraf dabei und auch jetzt für deine Züchter das bewährte Blut, das erfolgreiche Blut des Caretino, dieses Ausnahme-Holstein-Hengstes und hier angepaart mit Ramiro Z und Ladalco. Also ich glaube, wir sind in allen Blutlinien bestens bestellt für diese Saison. Ja, ist mir unheimlich wichtig. Caretino Ramiro, das ist Blut, das nicht auslässt. Das ist Blut, das unglaublich gefragt ist. Wenn Sie hier sehen, die 2. Runde nochmal, das sind die Blutführungen, die der Hengst trägt. Und ich glaube auch, dass es einfach für die Vererbung und für die Zucht unglaublich wichtig ist, dass die Hengste solche Runden drehen und sie im Sport zu beweisen. Sport und Zucht gehören zusammen und das ist uns ganz wichtig. Und vielleicht darf ich jetzt mal bitten, der Hengst selber ist unterwegs am Turnier, wie gesagt, aber wir haben ein ganz frisches Fohlen, was genau 1 Woche alt ist und das möchte ich heute unbedingt zeigen. Ja, Tobias, den haben wir heute, oder Sie haben wir heute mitgebracht. Die Technik haben wir ja gestern angeliefert hier nach Pfarrkirchen und das hatte einen Grund, damit ich den Platz frei habe, heute die Mutterstute und das Fohlen mitzubringen. Aus der Zucht von unserem Stationstierarzt Dr. Hartmut Keitel, den ich bitten darf, kurz zu uns zu kommen. Hartmut, komm zu uns in die Mitte. Hier steht nämlich deine Stute Naomi, eine Non-Stop-Tochter, die du hier angepaart hast mit jenem Caretino-Nachkommen Chanock. Und das ist ja das erste Chanock-Fohlen, das ja auf die Welt gekommen ist. Und ich glaube, dazu kann man dir schon gratulieren und auch den Tobias mit, wenn man einen Hengst hat im Vertrieb, der gleich mit dem ersten Fohlen, so ein Prachtfohlen bringt, müssen normalerweise andere Züchter auch auf den Zug des Chanock aufspringen. Ja, also ich bin ja eigentlich sehr froh über das Fohlen. Es ist sehr harmonisch, denke ich, und zeigt auch ja, Qualitäten, die der Hengst selber hat. Ist schon sehr, sag ich mal, ausbalanciert in seiner Galoppade und setzt sehr, sehr schön auch die Hinterhand schon ein. Das ist sehr wichtig als Springpferd, um da eine ordentliche Hebelwirkung zu erzielen. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden damit und ich denke auch, dass ich diese Anpaarung nochmal wiederholen werde. Herzlichen Dank, Hartmut Keitel, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Spezialist für Besamungen, er ist ein Spezialist als Züchter, aber Sie haben gesehen, am Mikrofon, da zittert er noch ein bisschen, aber das wird er jetzt auch noch lernen, weil wenn er weiterhin so züchtet mit jener Naomi und mit jenem Stutvollen, dass hier dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich durfte es selber transportieren, das Verladen hat 2 Sekunden gedauert, das Fohlen hat die Ohren gespitzt, ist über die Rampe rauf, genauso runter, gleich in die Boxen rein. Also auch hier fühlt es sich sichtlich wohl vor dem großen Publikum. Christian, vielleicht untermalen wir es jetzt ein wenig mit Musik. Musik.
Wir haben auch gerade erfahren, dass das Fohlen bereits verkauft wurde in einen Top-Sportstall. Natürlich hat sich der Hengstbesitzer nicht nehmen lassen, dieses erste Fohlen auch zu kaufen. Auch hier der Schulterschluss, glaube ich, wieder, damit meine Züchter das vielleicht auch verstehen. Der Hartmut hat eine super Stute natürlich hier. Speziell ich als Mitturnierveranstalter in Salzburg bei den Mephisto Amadeus Horse Indoors Ursach in Lamprechtshausen haben uns ganz fest auf die Fahnen geschrieben, wir müssen schauen, dass wir nicht nur Nachwuchs unter dem Sattel produzieren können, sondern auch wieder Nachwuchs im Sattel herausbringen. Und wir haben uns hier mit der Familie Ferch zusammengeschlossen und haben gesagt, wir werden, auch wenn es von den Verbänden nicht genehmigt wurde, ganz, ganz kleine Bonispringprüfungen ausschreiben. Der Verband war dagegen, wir haben es trotzdem gemacht. Unsere Idee wurde zu einem Erfolg. Und siehe da, mittlerweile sind sie bei vielen Verbandsturnieren schon auf der Speisekarte für jeden Reiter. Und wir freuen uns, dass wir hier ein bisschen was zeigen können, was eben die Damen schon können, jeder in seiner Art. Die Ava ist 8 Jahre alt, so viel noch zur Info. Die Emma ist 9 und die Carla ist 7 Jahre alt. Wir lösen jetzt unsere Pferde einfach ein bisschen, traben, natürlich haben sie... Warte mal, jetzt tauschen wir das einmal aus. Ich glaube, das ist ein Männermikrofon. Ja, ich bin da nicht so geübt, das ist, glaube ich, besser. Okay, Mädels, trabt mal an, zeigt mal ein bisschen, was ihr könnt. Gewöhnt die Ponys ein bisschen an die Halle. Sehr gut. Ja, wir haben hier ganz unterschiedliche Mädels. Die Ava und die Emma, die sind ja schon sehr viel Turniere geritten, Springen geritten. Die Carla ist auch schon Turniere geritten, aber noch keine Springen. Die wird uns nachher ihre ganz eigene Vorstellung machen. Was uns einfach ganz wichtig war, wir wollen uns ja heute so ein bisschen zeigen und präsentieren auch, nicht nur die Hengste, aber auch, was machen wir sonst so. Das Training der Ponys übernimmt komplett meine Frau, die Elke. Und alle drei Ponys kommen übrigens von der Marie-Jeanette Ferch. Vielen Dank hier nochmal. Auch solche Ponys zu finden, ist unglaublich schwierig. Sicher, wir sind eine Pferdefamilie, wir haben es vielleicht ein bisschen leichter wie andere, weil wir tagtäglich auch damit umgehen können und arbeiten können. Aber solche Ponys dann zu finden und auch die richtigen für die Kinder nachher, ist manchmal nicht so einfach. Wirklich, hier haben wir eine ganz besondere Adresse und Freundin, die uns da immer unterstützt. Und wir wollen einfach jetzt in einer kleinen Abwechslung, bis der Thomas den Cullinan du Bourget nachher vorstellt, einmal schnell dieses Programm zeigen, damit ihr einmal seht, oder damit hier alle mal sehen, wie wir uns das so in dem Alter vorstellen. Ja, schön. Die Mädels zeigen jetzt ein bisschen, wie man die Ponys im Galopp reitet beim Springtraining. Da ist zum einen der dressurmäßige Sitz, dann haben wir den leichten Sitz. Und es ist gar nicht so einfach für die Kinder, immer den richtigen Zeitpunkt für den richtigen Sitz zu finden, das Pony unter Kontrolle zu haben und sich selber auch. Aber die machen das schon großartig und sind schon sehr gut dabei. Sehr gut. Machen wir nochmal Handwechsel. Ja. Ein kleines Dankeschön gibt es natürlich aus den Händen von Elke Back für die Jeanette, für ihre Arbeit mit den Kindern. Herzlichen Dank. Ich habe ihn gesehen bei den Süddeutschen Hengsttagen. Dort wurde aus Springhengst
prämiert und jetzt kommt er hier in die Bahn. Im vergangenen Jahr hatten wir hier schon die erste Fohlenschau von ihm. Er hat überzeugt mit seinen Nachkommen. Begrüßen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Hengst Callinan du Berger. Hier im Background sehen wir den Hengst bei seiner Körung. Sehen Sie, hier so sieht es aus, wie er dreijährig in die Luft gegangen ist. Und da hat er einfach das Herz des Tobias Backel erobert, jener Hengst. Und hier sind wir wieder bei den angesprochenen Blutlinien. Conrad Obolensky haben wir gehabt, Limbus Landgraf Carretino. Und es fehlt noch die Nummer 1 der Welt, nämlich das Blut des Diamant de Semilly. Und hier angebahrt mit einem Springflow par excellence mit dem Hengst Quickstar. Wir erinnern uns gerne zurück. Meredith Michael Sperbaum hat uns ihn hier präsentiert. Und dann kommt Laudanum. Also jene Blutlinie ist ja im internationalen Springsport unter anderem auch durch den Hengst Quickly de Kreisker in aller Munde. Ja, Tommy, du hast es angesprochen, die Blutführungen, die der Hengst trägt, glaube ich, sind einzigartig, meiner Meinung nach in Europa. Deswegen ist er vielleicht auch so gefragt und deswegen ist er auch so populär. Diamant de Semilly, die Nummer 1 der Welt, Quickstar, Meredith Michaels, unvergessen, Laudanum, einer der besten Vererber, Blüter in Frankreich. Und dann noch Uriel dahinter. Ich glaube, er hat alle Gene, die ihn für ein absolutes Top-Springpferd und einen Ausnahmevererber, alle Gene trägt er in sich. Was auch hier wieder das Interessante ist, wie vorhin bei Cervino auch, er hat einen Mutterstamm, der wirklich sondersgleichen ist. Der Mutterstamm selber hat den aktuellen Körsieger in Frankreich wieder gebracht, also die direkte Mutter von Callinan du Berger wurde angepaart mit Nummer Uno. Das ist, wie gesagt, das Produkt davon war Körsieger im Oktober in Saint-Lô letztes Jahr. Das Jahr 2016 hat dem Mutterstamm die Mannschaftsgoldmedaille bei der Olympiade in Rio de Janeiro gebracht. Die Großmutter von Callinan du Berger ist die Mutter des top erfolgreichen Springpferdes Rahotep de Toscane mit Philippe Rossier. Zahlreiche Erfolge in der Global Tour und der Höhepunkt dann mit der Goldmedaille in Rio de Janeiro. Der Höhepunkt von Callinan war sicher bisher die Körung im Jahr 2015. Damals hat sich mein Vater und ich damals entschlossen, wir brauchen noch einen besonderen Hengst und haben den in dem Callinan gefunden. Haben Gott sei Dank einen tollen Geschäftspartner damals gehabt, den Herrn Neihoff Senior, den mein Vater noch aus vergangenen Zeiten kannte, der uns es dann ermöglicht hat, den Hengst auch erst zusammen zu kaufen. Und dann habe ich mich entschieden, ein halbes Jahr später auch die andere Hälfte zu kaufen, weil ich einfach so überzeugt bin von dem Hengst. Der Tommy hat es angesprochen, die Fohlenschau letztes Jahr, glaube ich, war überragend. Was ich vielleicht jetzt noch, bevor der Thomas anfängt zu springen, wirklich auch sagen will, der Hengst hat auch einen unglaublichen Charakter. Er hat einen Biss, er hat trotzdem den Saft, so wie jetzt gerade, wenn er da mal so schwankend durchwechselt. Er hat den Biss, was ein gutes Springpferd ausmacht. Ich war letzte Woche mit ihm 3 Tage beim Sporttest in München. Er war am ersten Tag ein bisschen aufgedreht, am zweiten, dritten Tag, wie es wichtig wurde, war er einfach voll da. Hat in der Rittigkeit eine 9,0 bekommen, was wirklich ganz was Besonderes ist. Meine Damen und Herren, ich war selbst dabei
bei der Fohlenschau hier in Postmünster an die 100 Nachkommen vom Kalinin, einer schöner gemalt wie der andere im Sporttyp stehend. Und wir hatten auch selbst 5 Kalinin-Nachkommen im vergangenen Jahr bei uns im Stall aus bewährten Mutterstämmen. Und eines kann man dem Tobias auch jetzt schon gratulieren, die Kalinin-Fohlen gehen ein wenig schon gleich mit dem ersten Jahrgang um die Welt. Jetzt sind Kalinin-Fohlen veräußert worden in die Schweiz, nach Deutschland, Österreich und auch in die Arabischen Emirate. In diesem Jahr erwarten wir auch noch einmal 7 von ihm und ich hoffe, dass auch die Interessenten, die sich auch Italien schon angemeldet haben, dass die Kalinin wieder das bringen, was sie im letzten Jahr versprochen haben. Du sprichst es an, die Nachfrage ist für den Hengst einfach da. Sicher, man muss auch glauben an so einen Hengst. Wir haben von Beginn an geglaubt. Wir haben uns von Beginn an auch Zeit gelassen in der Ausbildung. Jetzt auch gerade nochmal, wie er die Hinterhand mitkommt. Ich finde einfach, ich liebe dieses Pferd und ich glaube, das Pferd wird seinen Weg machen. Egal, ob es nachher als Zuchthengst ist oder als Sporthengst, aber ich bin so 100.000% überzeugt von diesem Pferd. Vielen Dank. Ja, wir schicken Ihnen jetzt auf die Ehrenrunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Diamant des Semelie Quickstar Lotanum Nachkommen, Kalinin du Bourget B und Thomas Grundle. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer da ist, aber ich würde gerne bitten, einmal den Wolfgang Lehnert, wenn er da ist, wäre schön. Die Barbara Meindl, den Ferdinand Sandladerer, den habe ich schon gesehen. Den Frank Klaas habe ich auch schon gesehen. Die Babsi, glaube ich, habe ich auch schon gesehen. Vielleicht, dass ihr einmal schnell den Weg zu mir reinfindet. Keine Sorge, keine Angst, es kommt nichts Großes. Wir werden auch gleich wieder weitermachen mit den nächsten Höhepunkten, dem Azzaro und dem Vincino, die noch kommen. Aber ich würde einmal gern diese wichtigen Züchter einmal zu mir reinbitten. Ach, der Herr Klaas kommt zu mir. Sicher, da ist jetzt ein ganz interessanter Mann bei mir. Der hat das erste Kalinin-Fohlen damals auf die Welt bringen lassen, sage ich jetzt mal, von seiner Stute. Freut mich auch, dass er das Fohlen dann auch gut, ich glaube, nach Schweden damals verkaufen hat können. Ja. Und solche Züchter brauche ich, weil das sind seriöse, wahre Partner, die nachher auch an den Hengst geglaubt haben von Anfang an. Ich glaube, er war auch einer der Ersten, der immer wieder mit mir gesprochen hat und sehr positiv vom Kalinin damals berichtet hat. Und genau, deswegen möchte ich mich heute wirklich einmal bedanken für dieses Vertrauen. Vielleicht übergebe ich ganz kurz das Mikrofon und ruhige mal ein paar Worte nochmal so auf das abstimmen, was ich gesagt habe. Gerne. Also ich habe die Laval-Stute damals zu dem Hengst gebracht, weil ich eigentlich von dem ersten Tag, von der Körung von diesem Hengst so überzeugt war. Vor allen Dingen, weil er auch mütterlicherseits aus einem so hervorragenden Stamm kommt, das ist unglaublich, weil erstmal seine Mutter, kommen internationale Pferde raus, mehrere. Dann kommen aus einer Großmutter mehrere Hengste raus. Und gekörte Söhne, dann wirklich also Olympiapferde raus. Also für mich ist das eins der erfolgreichsten französischen Studenstämme überhaupt. Ja? Also den Hengst kann ruhig jeder irgendwo für eine Stute nutzen, weil der Hengst bringt Saft mit. Ja? Also ich auch für schwere Stuten, denke ich. Also letztes Jahr hat es gezeigt, bei dem Hengst im Prinzip, so viele verschiedene Mutterstuten und so viele elegante Fohlen, bewegungsstark vor allen Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen, spitze. Ich habe meine Stute auch deswegen dort wieder hingebracht. Ich warte auf das Fohlen, was in einer Woche fohlen sollte. Genau, danke. Ich sage auch vielen Dank, das war übrigens nicht abgesprochen. Nicht, dass Sie meinen, wir haben das vorher besprochen, dass er so positiv redet. Ich habe ihn eingeladen, jetzt glaube ich telefonisch und habe Sie jetzt hier getroffen. Nochmal vielen, vielen Dank für das Vertrauen vor allem. Ja? Tobias, und mittlerweile ist auch die Barbara Meindl zu uns gekommen aus Kirchhörn-Schöring, internationale Reiterin und Züchterin. Ja,
auch hier wieder der Schulterschluss. Die Babsi kommt aus einer tollen Familie, die viel züchten, viel Herzblut dafür reintragen und uns jahrelang wirklich auch die Treue zeigen, auch immer wieder jahrelang immer wieder einen Hengst von unserer Station nehmen. Unglaubliche Treue, die wir auch respektvoll annehmen. Auch hier will ich mich wirklich bei der ganzen Familie Meindl und vor allem bei der Barbara natürlich mit einem kleinen Deckgutschein bedanken. Vielen lieben Dank. Ja, das waren unsere treuen Züchter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Tommy Kreidel, auch wenn er es nicht wollte, will ich ihn auch ehren. Er hat, glaube ich, letztes Jahr wie viele Stuten belegt von unseren Hengsten? Also von deinen Hengsten waren es letztes Jahr 8 oder 10 Stuten und dieses Jahr kriegen wir allein 3 Azaro-Fohlen und 7 Kalinen-Fohlen. Also großen Respekt und vielleicht einen kleinen Applaus einmal für so viel Vertrauen. Und auch beim Tommy Kreidel möchte ich mich jetzt nicht nur für die Ansage heute bedanken, sondern auch als Züchter einmal. Vielen lieben Dank dir. Danke. Und jetzt machen wir einmal ein Foto schnell. Und dann der Ferdinand Sander. Sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja den Bogen ja gespannt. Mittels meiner kleinen Statur nach Österreich. Und dort hat auch der nächste Hengst, den wir präsentieren, das Licht der Welt erblickt. Und zwar in den Bergen des Pinzgaus in Salzburg. Oben steht er, Kordolenski, ein Sohn des Kolenski G. Sandro Boy aus der Zucht, aus der Volkszucht der Familie Rainer. Ja, und da ist der Körungssieger aus Österreich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie schon angesprochen, die Familie Rainer aus dem Salzburger Pinzgau aus Maria Alm, die wir heute auch hier alle begrüßen. Die Familie Rainer dort unten sitzen sie und schauen ganz, ganz stolz auf ihren Kordolenski, der hier präsentiert wird von keinem Geringeren als Daniel Sonnberger, ein österreichischer Ausnahmereiter, der in Nationenpreisen mitunter in Gijón hoch erfolgreich war, war erfolgreich beim Championat von Mannheim. Und ihm wurde das Vertrauen geschenkt von jenem jung gebliebenen Herrn, der da oben auf der Tribüne Platz genommen hat und den ich jetzt bitten darf, ganz kurz zu uns zu kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie einen der wohl erfolgreichsten Turnierveranstalter weltweit. Das Hamburger Springderby, Leipzig und viele Stationen mehr tragen seine Handschrift. Hier ist Volker Wulff. So, Volker, da galoppiert er. Kolenski G. Sandro Boy. Ja, über deine charmante Tochter, über die Leslie, bist ja du in die Pinzgauer Berge gekommen, dann nach Maria Alm. Und da hat die Leslie gesagt, du Papa, ich habe da einen kleinen Weißen gesehen, der mir besonders gut gefällt. Und du hast dich dann mit deinem Partner Guido Schröter dazu hinreißen lassen, jenem Hengst das Vertrauen zu schenken. Naja, ich hatte schon einige sehr renommierte Vorinteressenten, weil die Leslie war damals in Maria Alm als Skilehrer. Und sie erzählte mir von dem Pferd und wir haben ein bisschen drüber gesprochen und dann ergab es sich, dass zu der Zeit eben auch der Otto Becker, Heinrich Hermann Engemann, Gilbert Böckmann und noch einige renommierte Reiter und Trainer in Maria Alm waren und bei dem Sohn der Familie Rainer Skiunterricht hatten und der hat gesagt, wir haben auch Pferde. Und dann haben die gesagt, dann gucken wir doch mal. Dann sind die dorthin gefahren und ja, hatten wohl vor, auch diesen Hengst zu kaufen. Ich glaube, auch hier wieder ist es einfach ganz toll und interessant, die ganzen Blutlinien dann mit Sandro Boy auch wieder zu sehen. Alles Hengste, die wirklich was in der Zucht bewegt haben, die einfach unseren Turniersport auch bereichern und auch beherrschen im Moment diese Blutlinien und der Hengst selber auch hier wieder mit seinen 5 Jahren ähnlich wie bei Cervino, sehr großes Pferd, sehr rahmiges Pferd, trotzdem einfach Blut und Saft genug für den modernen Sport und man darf nicht vergessen, das sind jetzt wieder, ist auch ein junges Pferd, 5-jährig, aber was der jetzt hier schon am Sprung zeigt, auch finde ich für einen Fachmann auch schon das Vermögen, was er an den Tag legt,
lässt irgendwo auch Großes erhoffen für später, wenn in der Ausbildung nachher alles richtig läuft. Ja, und der Daniel steht ja bei uns in Lamprechtshausen, dort wo Volker mit deiner Tochter zusammen einen Turnier- und Ausbildungsstall betreibt und das auch hoch erfolgreich. Man hat es ja mit den Siegen deiner Tochter mitunter in Leipzig, in Paderborn ja gesehen. Also sie fühlt sich sichtlich wohl im Salzburger Land und sportlich geht es auch weiter. Der Daniel sagt über diesen Hengst, er ist zwar groß, er braucht noch einige Zeit, aber Tommy, du kannst dir sicher sein, das hat er mir bei einem Café gesagt vor ein paar Tagen, als wir im Stübchen zusammengesessen sind, ich sag dir, der springt einmal irgendwo oben drüber und so drüber, dass man von ihm im positivsten Sinne hören wird. Hat der Pizza- und Turnierveranstalter Volker Wulff überhaupt diesen langen Atem, so lange zu warten, bis der da oben drüber springt? Naja, ich muss ja Gründe haben, weiterhin Turniere zu machen und die Startplätze zu sichern für die beiden. Ja, du machst Turniere. Und da haben wir es jetzt schon angesprochen, auch wenn wir so an der Seite ein wenig den Kodolenski hier beobachten. Auch als Turnierveranstalter gibt es ja einiges Neues zu berichten. Die Bundeshauptstadt Berlin wird ja bald auch unter deinen Ägiden ein Top-Turnier veranstalten wieder, nach Jahren. Ja, das soll so sein. In diesem Jahr Ende Juli, vom 28. bis 30. Juli, werden wir in der Bundeshauptstadt ein internationales Turnier veranstalten im Rahmen der Global Champions Tour. Das heißt, Deutschland bekommt eine weitere Etappe in der Longines Global Champions Tour. Und der Standort wird der Sommergarten unterm Funkturm sein. Und wir werden mit Sicherheit einen ganz großen Teil der ersten 50 der Weltrangliste der Springreiter dort bewundern können. Super, dann wünschen wir dir alles, alles Gute für dein nächstes Projekt und das auch. Hamburg steht ja bald einmal an. Das Hamburg, super, bei bestem Wetter, hoffen wir, funktioniert. Und jetzt schauen wir wieder, Tobias, auf den Hengst Kodolenski. Ja, jetzt, wenn man das auch sieht mit dem schönen Galopp, wo er ausgestattet ist und jetzt mal einmal seine drei Sprünge hintereinander. Er kann trotz seiner Größe unglaublich mit seinem Körper umgehen. Er kann trotz seiner Größe mit einer unheimlichen Leichtigkeit springen, die er auch so an den Tag legt. Er hat Rittigkeitswerte, jetzt auch so, wenn der Reiter mal schön zulegt aus der Ecke. Ja, ein österreichisches Zuchtprodukt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie Sie wissen, bin ich auch ganz, ganz eng verbunden mit der österreichischen Zucht. Unsere neue Geschäftsführerin der AWÖ, der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Warmblüter, ist ja auch hier vor Ort und macht die Fotos für den Tobias, die Theresa Deißel und auch die Familie Rainer vollzählig angetreten am heutigen Tag, um ihren Hengst zu sehen. Möchte ich mich auch bedanken, und zwar bedanken beim Herrn Volker Wulff oder beim Guido Schröter, als auch bei der Hengstation Bachel und natürlich beim Daniel, dass der österreichische Körungssieger die Chance bekommt, unter professioneller Ausbildung sich zu entwickeln, zu einem internationalen Sport- und Zuchtpferd mit dem Abrand, mit dem österreichischen Abrand. Einhöher, nur Ochse. Ja, ich glaube, der Applaus ist wichtig, berechtigt. Ein fünfjähriges Pferd, wie der da hier so lässig aus dieser Höhe rausspringt. Daniel, super gemacht, aber ich hätte gern, dass du einmal nochmal kurz Schrittphase machst und dass du einmal nochmal genau den Ochse, so wie jetzt eben gerade, ist jetzt relativ hoch, ich finde es hoch genug für einen Fünfjährigen, aber einmal, wir werden auch den Fuß einmal ein bisschen hintun, damit wir den Ochse einfach wirklich so haben, wie er nachher im Parcours steht. Das ist nachher schon eine Höhe, die so über die Springpferde M hinausgeht. Vielleicht, dass du einmal nochmal wirklich lässig, wie eben gerade, nochmal den Ochse springst, damit das, was ich meine, so dieses Vermögen und diese Spritzigkeit trotz seiner Größe, die hier unglaublich zur Geltung, finde ich, kommt dann. Und ich würde mir jetzt gerne nochmal mit einer schönen Flasche Rotwein für die Ehre bedanken, dass wirklich für mich einer der besten Turnierveranstalter, wenn nicht der beste Turnierveranstalter der Welt, mit Hamburg Munich Indoors, wo wir Reiter wirklich die Möglichkeit haben, auf Top-Turnieren, ich war jetzt gerade im Januar in Leipzig, ein einzigartiges Turnier für Reiter gemacht und würde mich einmal gern beim Volker bedanken, für diese Ehre, dass er mit uns da zusammenarbeitet,
und auch für sein Engagement für die weiteren Turniere, die er macht. Vielen Dank. Ja, und er hat sich auch seine Ehrenrunde verdient, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu Ihrem Applaus ein österreichisches Pferd mit dem Abrand aus dem Hause der Familie Rainer im Besitz der Familie Wulff. Hier ist Korlenski. Ich kenne den Hengst noch, als ich ein kleiner Junge war in Wehr, bin ich am Zaun gestanden und da war er. Und hier kommt er, der Hausherr persönlich, Caritello, 29 Jahre jung. Wie er leibt und lebt, Caritello, 29 Jahre. So, dann lassen wir nochmal einmal Dom auf die Runde gehen. So, bevor wir uns dann näher mit ihm beschäftigen. Schauen Sie, mit was für einer Elastizität er noch ausgeht, Lebensfreude. Wenn alle Pferde mit 30, knappen 30 Jahren so aussehen würden, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wäre die Welt wirklich in Ordnung. Sensationell! Jetzt. Aber haben Sie gesehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, beim Caritello hat man jetzt ganz genau gesehen, wie lange der schon im Hause Bachl ist. Denn der kam unten bei der Leinwand vorbei, so wie der Tobi oft, sah sich selbst und war so beeindruckt von sich selbst. Aber ich werde langsamer dabei. So, Tobi, schau mal da oben, das waren noch die Zeiten unter Holger Wulschner. Und bin zwei Tage vor diesem Turnier nach Dortmund gefahren und der Holger Wulschner saß genau einmal im Eröffnungsspringen drauf und das Parcours, den Parcours, was wir hier sehen, das war das Championat, da war er dann gleich im Stechen, da saß der Holger Wulschner das dritte Mal auf diesem Pferd und der Hengst hat das hier abgeliefert und war natürlich nach diesem Parcours in aller Munde. Der Hengst steht absolut für meinen Vater, der Hengst steht für unseren Namen sicher. Der Hengst hat uns unheimlich viel Popularität gebracht, gerade in diesen Jahren 1997 bis Anfang 2000, gerade dann auch mit dem Camiris B damals, der damals als bestes Springpferd seiner Generation galt, mit den Reitern Markus Mersch-Förmann und Toni Hassmann. Ich kann nur eins sagen, das ist auch hier wieder natürlich das einzige Pferd, das nie verletzt ist, das nie irgendeinen Tierarzt braucht, der immer so ist wie eben gerade, ist unser alter Caritello. Er hat viel durchgemacht, hat viel überlebt und ist einfach, ja, er ist immer da, gehört immer zu uns. Und ich hoffe, es wird nur einige Jahre so bleiben auch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das Caritello-Blut ist immer noch hoch begehrt. Der Tobias Bachl hat sich verabschiedet nach hinten draußen. Jetzt hat er dann auch einen Sinn. Und er war auf der Suche nach einem Ersatz. Neben dem Kalinen hat er gesagt, brauchen wir noch
einen zweiten, der in die Fußstapfen als Vatertier des Caritello B treten kann. Und ich glaube, mit jenem Schönling, der hier in die Bahn gekommen ist, und ich spreche jetzt nicht vom Reiter, sondern vom Pferd, ist es ihm gelungen. Genießen Sie den Auftritt von Azzaro della Bai B. Azzaro della Bai. Ein französischer Hengst, meine sehr verehrten Damen und Herren, der sich im Jahre 2013 als französischer Siegerhengst in Saint-Blois präsentierte. Ein Sohn des Quabris Boss Margot Quincy angebahrt hier wieder mit dem zurzeit weltbesten Vererber schlechthin, nämlich Diamant de Semély. Gérobab rundet hinten jenes französische Erfolgsgeheimnis ab, denn jener Hengst konnte nicht nur als Siegerhengst glänzen, sondern gewann auch 2014 das Championat der vierjährigen Pferde und 2015 war er bei den fünfjährigen wiederum Finalist. Tobias Bachel ist des Öfteren nach Frankreich gefahren, zur Familie Levallois, die ja ganz eng verbunden sind mit Diamant de Semély. Aus jenem Hause kommt ja jener Erfolgshengst, der ja unter Eric Levallois Weltmeister war in Jerez de la Frontera in Spanien. Und es war ein hartes Stück Arbeit, wirklich jenen Hengst hier für unsere Breitengrade zu sichern. Denn nicht nur er, sondern auch sein Vollbruder sind sehr begehrt aufgrund der Anbahrung jenes Quabris Boss Margot mit Diamant de Semély. Denn auch der Hengst Quabris, der leider mit 7 Jahren viel zu früh von der Sport- und Vererberbühne abgetreten ist, war ja schon in seinen jungen Jahren hoch erfolgreich bei internationalen Turnieren auf allerhöchster Ebene, ob in La Bolle oder Rom unter Simon de Lestre. Also hier sind 2 Ausnahmesporthengste verankert worden. Der Galopp, die Haltung, also wie geschmeidig sich jeder Hengst auch hier reiten lässt. Und wenn man es dann ein wenig höher macht, wenn Sie sehen, was ich meine, er hat sich in Stadlbauer hervorragend präsentiert über den Sprung, hat viel, viel Gummi gezeigt, war aufmerksam, hat Reflexe. Also hier könnte wirklich ein Vatertier der nächsten Generation heranreifen im Hause Bachel, der eventuell in die übergroßen Fußstapfen eines Caritello B vielleicht treten kann. Wir würden es der Familie Bachel und auch dem sympathischen Hengst hier wünschen. Vielleicht können wir den Ochser dann auch, Larissa, schon einmal ein bisschen höher, ein bisschen breiter machen. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz zum Thomas. Thomas, komm mal zu mir, weil du bist der Einzige, der was heute überhaupt noch nichts zu sagen gehabt hat bei uns. Du bist aber auf allen Hengsten gesessen. Thomas, sag uns mal deine Eindrücke jetzt mal von jedem Hengst. Ja, generell alle 4 Hengste, die ich jetzt heute geritten habe, haben mir sehr viel Ruhe und Gelassenheit vermittelt. Also ich habe auch schon welche geritten, da musste ich echt immer aufpassen, wo ich dran bin und mich auf alles gefasst halten. Spricht für einen sehr guten Charakter. Ich sitze jetzt bei den meisten zum 2. Mal erst drauf, aber das Gefühl jetzt heute vor allem am 2. Tag ist fast noch besser wie tags zuvor. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, der Thomas hat sich auch einen Applaus verdient. Er war jetzt ganz überrascht. Es war nicht abgesprochen, dass ich ihn jetzt hier vor das Mikrofon hole. Aber er, der ja in Holstein beheimatet ist und mit den Hengsten groß geworden ist, weiß, von was er spricht. Und Sie sehen ja eine kleine Verschnaufpause und der Hengst geht wieder spielerisch, ganz selbstverständlich an den Sprung heran. Und das als 7 ist er in diesem Jahr, 1,72 im Stock. Ja, jetzt wird er schön locker, einmal, glaube ich, können wir schon noch einmal uns trauen. Ich mache es jetzt einfach, der Chef ist nicht da. Mich hört der Hengst nicht.
Ja. Aber ich glaube, der Thomas weiß schon, was er macht. Und außerdem für den nächsten Hengst oder für den nächsten Reiter, den was wir ja dann noch sehen werden, müssen wir sowieso alles aufs letzte Loch geben. Diese schöne dunkle Jacke vom Hengst mitbekommen. Alles sehr elastische, formschöne und charismatische Fohlen, die er bislang in Frankreich gebracht hat. Ja, Elke, ich glaube, das sollte es gewesen sein von Azzaro Della Bai. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schauen Sie sich auch seine Runden an auf Clipmer Horse, die er schon im Sport gebracht hat. Ein Ausnahmehengst mit viel Bewegungspotenzial, Gummi, Charisma. Sicherlich ein Hengst für die Zukunft, der auf sicherlich die verschiedensten Stutentypen passen wird. Quabrice Bosmago, Quincy, angebahrt mit Diamant de Semelie. Girobab, meine sehr verehrten Damen und Herren, also hier das beste Blut, Jalisco Diamant de Semelie. Also Ihr Applaus auf der Ehrenrunde für Azzaro Della Bai. Der Hengst für das große Finale. Ja, er braucht noch eine Sekunde, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, vielleicht können wir das Video dann oben schon nochmal ablaufen lassen. Voltaire Malcassini, allerbestes Springblut auch hier. Und da sehen Sie den Gerko Schröder mit seinem Bruder, als Sie geschaut haben. Das ist schon mal ein Nachkomme jenes Hengstes, den wir hier am Video sehen. Also der Hengst kommt noch selber. Das ist Davino, ein neujähriger Nachkomme von Vincino in Amsterdam. Und hier ist er, der Hengst der Station Bachel, der jetzt im großen Sport erfolgreich ist, Vincino. Allerhöchste Abmessungen und hier ist er, Ben Schröder, im Interview mit Clipmerhorse über seinen Virginia-Nachkommen Davino. Und jetzt sind wir in der Aachener Sears, auf dem grünen Rasen, der die Welt bedeutet für jeden Springreiter. Und hier sitzt im Sattel einer bildschönen Schimmelstute namens Cavalier keine geringere als die Ausnahme-Amazone aus den Vereinigten Staaten, nämlich Laura Kraut. Sie ist hier mit der neunjährigen Stute unterwegs in der Aachener Sears. Auch sie eine Tochter des Virginio und wie Sie sehen, die Schimmelstute ist ihm fast wie aus dem Gesicht geschnitten und sie ist genau so, wie sich die amerikanischen Springreiter und speziell Laura Kraut und ihr Trainer Nick Skelton sich wünschen, ein aufmerksames, reaktionsschnelles Pferd mit genügend Blut, mit genügend Go zum Sprung und auch ausgestattet mit dem raumgreifenden Galopp, wie Sie sehen, um hier auch in der dreifachen Kombination bei Höchstabmessungen ohne Schwierigkeiten sich in Szene zu setzen. Das sind alles Attribute, meine sehr verehrten Damen und Herren, die jener Hengst, der hier so schön und ruhig vor sich hin schreitend weitergibt. Wie er sich anfühlt in der Aachener Sears oder auf ganz großer Bühne, hat Virginia ja selbst schon erfahren unter dem ägyptischen Nationenpreisreiter und Meisterreiter Abdel Said wurde er ja eingesetzt, also bei Championaten auf allerhöchster Ebene sowie auch bei Weltreiterspielen. Einen der ganz, ganz großen Erfolge war ja natürlich der Gewinn des Championats von Mannheim, als er alle begeisterte. In einem atemberaubenden Stechen konnte er dort die weltbesten Reiter nahezu an die Wand spielen. Er stammt aus dem Stamm 7
174a ist jedoch mit dem königlich niederländischen Brand versehen. Ja, sollten Sie jetzt schön langsam in die Zuchtlaune gekommen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, würden wir uns freuen, wenn Sie den Weg zu uns finden, hier auf die Hengstation Bachel. Gerhard Martin, wie Tobias es schon angesprochen hat, wird sich gerne um Ihre Belange in jeglicher Hinsicht kümmern. Er wird Sie beraten, welche Anpaarung vielleicht seiner Erfahrung nach am besten scheint für die Blutlinien, für die verschiedensten Blutlinien Ihrer Stuten. Er wird sich auch kümmern um die Besamung gemeinschaftlich mit Dr. Hartmut Keitel. Ich glaube, Sie sind hier bestens aufgestellt mit der Hengstation Bachel für das Jahr 2017, mit den zahlreichen Top-Hengsten, die wir im Jahr 2017 hier für Sie anbieten können. Virginio von Voltaire Cassini. So, wenn man in den internationalen Parcours mit Höchstabmessungen einreitet, Virginio und Tobias Bachel. Ja, jetzt wird er locker. Ja, der Haftspray, der hat schon seine Wirkung. So, Tobias, aber das wollen wir ja sehen. Also er ist noch in Form. Er hat es ja bewiesen, auch in Braunschweig vor wenigen Stunden noch. Wenn es dann an die Höchstabmessungen geht, ist auf ihn zu zählen. Ja, da wird er locker. Super. Also da sieht man schon auch die Erfahrung des Hengstes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unten hat er noch ein wenig getäuscht. Aber wenn es dann heißt, jetzt geht es ans Eingemachte, ist er da. Ein Sportler durch und durch mit der richtigen Einstellung zum Sport, dem er auch seinen Nachkommen weitergibt. Wir haben es so fair oben schon am Video gesehen mit der Vigna und mit der Cavalla, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also jener Hengst wird sich auch züchterisch, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, auch in unseren Breitengraden durchsetzen. Und wenn wir uns in wenigen Jahren hier wieder treffen und über die Virginia-Nachkommen dann 3-, 4- und 5-jährig sprechen können, die in Bayern auf die Welt gekommen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, glaube ich, wird schon das ein oder andere Ausnahmepferd dabei sein. So, und jetzt die Abschlussrunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, von unserem Gastgeber, von Ihrem Hengsthalter Tobias Bachel und seinem Hengst Virginio. Ja, es war eigentlich ausgemacht, dass er später noch einmal zu mir kommt, aber das ist so schnell. Das sind eben diese Ausnahmekönner. Jawohl, und das soll es gewesen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir schicken ihn auf die Ehrenrunde. Virginio! Vincino mit Tobias Bachel. Ja, und jetzt an dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich die Ehre, mich zu bedanken bei Ihnen für Ihr Interesse an den Hengsten der Hengstation Bachel. Sollten Sie